Hi Leute, ich bin's wieder, Frank. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, heute geht's um ein Thema, das eigentlich nur Leute wissen, die hier in den USA leben. Also ich vermittle heute mal ein bisschen Insiderwissen. Es gibt so ein paar kleine Unterschiede zwischen Deutschland und USA und die werde ich jetzt mal aufgreifen. Los geht's. Nehmen wir mal das Thema Postwesen. Ich meine, ich brauche euch das nicht erzählen, ihr wisst es selber, in Deutschland sind die Briefkästen auf den Straßen immer gelb. So wie zum Beispiel in Großbritannien, da sind die immer rot. Ja, und hier in den USA sind die halt immer blau. Aber wie gesagt, diese blauen Briefkästen, die werden eigentlich nur selten benutzt, weil, ja, warum das so ist, das werde ich euch noch später gleich erklären. Nun, der erste Unterschied zum Beispiel ist jetzt hier, also ich sag mal in Deutschland zum Beispiel, da sind die Briefkästen an den Häusern grundsätzlich immer mit einem Namensschild versehen. Hier in den USA gibt es zwei Arten von Briefkästen. Einmal die Briefkästen für Apartments und dann gibt es noch die Briefkästen für Häuser. Hier in den USA haben die Briefkästen keine Namensschilder, sondern Nummern. Dadurch ist der Datenschutz natürlich besser gewährleistet. Und dann gibt es noch einen kleinen Unterschied. Während die Briefträger ja die Briefkästen immer von vorne befüllen in Deutschland, also durch diesen kleinen Schlitz und so weiter, werden die Briefkästen hier in den USA von der Rückseite geöffnet. Und ja, die Briefträgerin befüllt dann halt also die Postkästen oder Briefkästen halt immer von der Rückseite, wie ihr das hier sehen könnt. Das rote Fähnchen am Briefkasten signalisiert übrigens dem Postboten, dass im Briefkasten Post ist, die er mitnehmen soll. So braucht man als Versender nicht extra zu einem öffentlichen Briefkasten zwei Blocks weiter aufsuchen, sondern man kann die Post ganz einfach von zu Hause aus versenden. Das ist also der Grund, warum diese blauen Briefkästen auf den Straßen eigentlich nur sehr selten benutzt werden. Ihr wisst es ja selber, die Postboten in Deutschland sind meistens immer auf einem Fahrrad unterwegs und halt manchmal auch mit einem Auto. Bei den Postautos in Deutschland ist halt wie gesagt das Lenkrad immer links, weil man ist ja im Rechtsverkehr nach deutschen Straßenverkehrsordnung. Hier in den USA fährt man eigentlich nur mit dem Auto, da gibt es keine Postfahrräder. Und das Interessante dabei ist, das Lenkrad ist immer, immer rechts. Der Grund dafür, dass die Lenkräder immer rechts sind, ist halt aus Arbeitsschutzgründen oder Sicherheitsgründen. Damit der Postbote nämlich nicht immer zur Verkehrsseite aussteigen muss, sondern immer zum Fahrbahnrand aussteigen kann. Ja, und oftmals sind die Briefkästen ja auch direkt am Straßenrand und so braucht der Postbote eigentlich das Auto gar nicht erst zu verlassen, wenn er die Post zustellen will. Hat natürlich einen Vorteil dann. Ja, und wo wir auch gerade beim Thema Auto schon sind, viele haben sich schon gefragt, warum eigentlich in den USA ja so viele Trucks verkauft werden. Dafür gibt es einen guten Grund. Wie gesagt, dafür gibt es gute Gründe, die auf die Gesetzgebung zurückzuführen sind. Während man beispielsweise in Deutschland mit einem VW Golf Anhänger ziehen darf, sagt die amerikanische Gesetzgebung ausdrücklich, dass ein VW Golf dazu nicht geeignet ist, um einen Anhänger zu ziehen. Ich habe dafür mal extra eine Homepage rausgesucht und da könnt ihr es sogar selber nachlesen. Wie ihr sehen konntet, steht auch ausdrücklich, the Volkswagen Golf along with all its variations isn't designed to tow any cargo. Also, ja, der Volkswagen Golf mit all seinen Variationen ist nicht dazu gebaut, ja, um damit Lasten zu ziehen. Aus diesem Grund kaufen viele Leute in den USA eben einen Truck, um damit zum Beispiel Möbel zu transportieren oder Motorräder zu ziehen oder was auch immer.
Jo, war gerade mal einkaufen und dann wollen wir mal auspacken. Ganz wichtig, meine Donuts, ein bisschen Brot, dann mein Lieblingspudding, ein bisschen Milch. Hätte auch eine Galone holen können, wäre sogar billiger gewesen, aber daher ich ja der Einzige bin, der morgens immer Kakao trinkt, hat das erstmal gereicht. Ja, dann ganz wichtig, um aus dem Puschen zu kommen, mein Red Bull. Ja, ein bisschen Salami. Naja, ein bisschen Soße. Und ganz lecker, das ist ein richtig guter Cheddar Cheese. Ja, das nächste Thema ist halt Einkaufswagen. In Deutschland sind beim Einkaufswagen ja alle vier Rollen, das heißt also vorne und hinten und so weiter, ja, drehbar. Und in fast allen Geschäften muss man einen Chip oder eine Geldmünze nehmen, um den Einkaufswagen halt frei zu bekommen. In den USA, sind die Einkaufswagen immer frei und nur die vorderen Rollen sind drehbar. Ja, in Deutschland haben die Einkaufswagen hinten auch so drehbare Rollen, aber hier sind die Rollen hinten immer steif. Dies verhindert, dass die Einkaufswagen sich auf dem Platz schnell ja, verselbstständigen können und wegrollen und damit andere Autos beschädigen könnten. Pizzalieferungen. Die Pizzen in Deutschland sind auf den ersten Blick natürlich billiger als hier in den USA. Aber wie gesagt, nur auf den ersten Blick. Ja, die meisten Pizzerien verwenden dabei ja die billigsten Zutaten, also den billigsten Teig, die billigste Salami, den billigsten Schinken und sie verwenden meist immer ja den super billigen Analogkäse. Das ist kein echter Käse, das ist nichts weiter als irgendein ja, Chemiezeug, was einfach nur wässrig ist auf der Pizza. Wäre das nicht so, dann könnten sie den Billigpreis von etwa, naja, 6 Euro gar nicht halten. Die Pizzen in den USA sind immer mit echtem Käse belegt, mit hochwertigen Zutaten und, naja, sind so groß wie nach deutschen Maßstäben Pizzableche und haben auch dickere Böden. Daher sind die Pizzen hier auch etwas teurer. Ja, ein kleines Stück will ich nur essen und ja, den Rest muss ich mir für später aufheben. Die Pizza ist wirklich unglaublich groß, hat einen dicken Boden und ist echt super mächtig. Also das schafft man wirklich nicht mit einer Person. Da muss man zu zweit essen oder so. Oder besser zu dritt. Ich meine, ich kann schon gut was essen, aber das alles schaffe ich auch nicht. Aber wie gesagt, das ist ja nicht verschwendet, das kann man ja später noch essen dann. Allerdings muss man auch im Blick behalten, dass die Gehälter in den USA etwa viermal höher sind als in Deutschland. Und deshalb kann man auch nicht so pauschal sagen, dass Pizzen in den USA teurer sind. Wenn zum Beispiel ein Inder die Preise in Deutschland mit Indien vergleichen würde, dann würde der auch wahrscheinlich ganz erstaunt feststellen und schockiert sein und sagen, boah, die Lebensmittel in Deutschland sind so sündhaft teuer. Deshalb habe ich auch gerade gesagt, naja, das stimmt nur so auf den ersten Blick, dass die Pizzen in den USA teurer sind. Im Grunde genommen sind sie genauso teuer wie in Deutschland auch. Und haben eine bessere Qualität, meiner Meinung nach. Okay, ich hoffe, euch hat dieses Video wieder mal gefallen. Wenn es so ist, dann hinterlasst mir doch bitte ein Like, abonniert meinen Kanal und schaut euch das nächste Mal wieder rein, wenn ich ein neues Video hochlade. Und bis dahin verbleibe ich mit besten Grüßen aus Clinton hier in Connecticut. Ja, bis dahin, ciao.
Euer Frank.